Seit 1837 besteht in Schlebusch, das heute Stadtteil von Leverkusen ist, die Freudenthaler Sensenschmiede. In der mittleren Werkshalle, vor dem großen, als Wasserreservoir genutzten Teich, sind die Schmiedehämmer untergebracht, die für die 30 Arbeitsgänge beim Fertigen von Sensen und Sicheln erforderlich sind. Bei diesem Schwanzhammer soll die Ambossanlage erneuert werden. Der 20 Jahre alte Hammerstock, der die in schneller Folge auftreffenden Schläge federnd abfängt und in die Erde ableitet, muss ersetzt werden. Der Hammermeister, ein gelernter Sensenschmied aus Österreich, vermisst zunächst den alten Stock. Dabei wird der Abstand zwischen Schabotte, dem eigentlichen in die obere Vertiefung eingelassenen Amboss, und Boden gemessen. Außer der Höhe ist die Schräge zwischen der Schabotte und dem Hammergerüst wichtig, um das genaue Richtmaß zu haben, wenn der neue Stock bei ausgebautem Hammerstiel gesetzt wird. Es muss mitberechnet werden, dass der Stock nach dem Einsetzen noch etwa 5 cm absinkt. Nachdem der Hammermeister die Maßangaben notiert hat, auf die beim Einrichten des neuen Stocks genau zu achten ist, können Hammerschmied und Hammerzimmermann mit dem Ausbauen des sogenannten Helfs beginnen. Damit ist die Schlagvorrichtung des Schwanzhammers gemeint, die aus dem hölzernen Stiel sowie aus den Eisen- bzw. Stahlteilen Glocke, Waage und Kopf besteht. Um den Helf aus dem Gerüst der Hammeranlage herausheben zu können, werden die Waagstangen, auch Packeisen genannt, mit Vorschlaghämmern losgeschlagen. Die Waagstangen sind mit Futterhölzern in den Hammersäulen verkeilt. Dessen Kette um den Buchenstiel gelegt wird, können die beiden Schmiedearbeiter den Helf aus seiner Lagerung heben. Ehe man den Hammerstiel herausziehen kann, muss zuvor das Schabottchen mit dem Glattschmiedesattel aus der Ambossanlage herausgenommen werden. Der Schmiedehammer, dessen Stock hier erneuert werden soll, ist der letzte von 6 Schwanzhämmern, die noch bis 1957 in Betrieb waren und durch Luft- oder Federhämmer ersetzt worden sind. Die ersten Lufthämmer wurden bereits 1926 als Reckhämmer, also für Warmschmiedearbeiten, angeschafft. Dieser Schwanzhammer wurde 1960 von einer Sensenschmiede in Hagen-Haspe erworben, wo er für Kaltschmiedearbeiten eingesetzt war. In der Freudenthaler Sensenschmiede wird der Schwanzhammer für Glattschmiedearbeiten beim Herstellen von Sicheln verwendet. Mit glühenden Eisenkeilen brennt man nun den Ring los, der beim neuen Hammerstock wieder verwendet werden soll.
Nur wenn ein kompletter Hammer neu eingebaut wurde, hat man auch neue Eisenringe aufgezogen. Die Schabotte muss aus dem Hammerstock gelöst werden. Durch die glühend erhitzten Eisenkeile werden die Futterhölzer ausgebrannt. Die Hölzer können anschließend mit Hilfe einer Brechstange herausgehebelt werden. Die freigelegte Schabotte kann nun aus dem oberen, eingetieften Ende des Hammerstocks gehoben werden. Alleine das Ausbrennen, Freilegen und Entfernen der Schabotte nimmt eine Arbeitszeit von mehr als einer Stunde in Anspruch. Die gesamten Arbeiten beim Hammerstocksetzen, vom Ausbau des Hammerstiels und der Schabotte über das anschließende Ausgraben des verschlissenen bis zum Richten des neu eingesetzten Stocks, erstreckt sich über 2 Arbeitstage. Hiermit sind in der Regel 2 Mann beschäftigt. Nach dem Entfernen von Helf und Schabotte kann der alte Hammerstock, der gut 1 Meter tief im Fundamentboden sitzt, freigegraben werden. Auf dem Werksgelände wird unterdessen der neue Stock bearbeitet. Auch der Pferdemist liegt bereit, der für das Hammerstockbett benötigt wird. Der ungefähr 2,50 Meter lange Eichenstamm ist bereits rundgehauen. Der Hammerzimmermann muss nun die Vertiefung für die Schabotte ausstemmen und auf Rechtwinkligkeit prüfen.
Der Eichenrohling für diesen Hammerstock wurde um 1972 bei einem Sägewerk im Bergischen Land gekauft und bis zur jetzigen Verwendung auf dem Werksgelände gelagert. Als Ambossstock von Schmiedehämmern wurde im Rheinland stets ein Eichenstamm verwendet, der einen Durchmesser von mindestens 80 cm hatte und knapp über der Wurzel abgesägt wurde. Der Stamm wurde auf eine Länge von 2,50 m bis 3 m geschnitten und entrindet. Erst wenn ein neuer Stock gesetzt werden musste, hat man den Eichenrohling auf die erforderliche Länge, die vom Gewicht des Hammerbeers abhängt, zurechtgeschnitten und für das Einsetzen vorbereitet. Das Imprägnieren mit Holzschutzmitteln war früher unbekannt. Der Eisenring muss vor dem Aufziehen erhitzt werden. Die günstigste Temperatur liegt bei ca. 200 Grad Celsius. Bei diesem Hitzegrad, den das Eisen in dem mit Hartholz entfachten Feuer nach etwa 1,5 Stunden erreicht, dehnt sich der Reifen um etwa 2 cm, sodass er leichter auf den Eichenstamm aufgezogen werden kann. Wenn er zu heiß wäre, würde der Ring bei jedem Schlag zurückspringen und ließe sich nicht aufbringen. Das Wasser dient nicht nur zum Ablöschen, damit das Holz nicht verbrennt, sondern sorgt auch dafür, dass der Eisenreifen rasch abkühlt und sich dadurch zusammenzieht. Der 2,5 cm starke und 10 cm breite Eisenring wird so lange aufgeschlagen, bis er gut auf Zug zu sitzen kommt. Dies ist der Fall, wenn er sinkt. So, abkühlen. Das Aufziehen des Reifens erfolgte früher oft in der Werkhalle. In solchen Fällen wurde er in dem Schmiedefeuer erhitzt, das man für das Schmieden von Werkzeugen oder zum Härten der Hammersättel genutzt hat. Während auf dem freien Werksgelände der neue Stock vorbereitet worden ist, hat man den alten, verschlissenen Hammerstock weitgehend freigelegt. Thank you.
Wie sich zeigt, war der alte Ambossstock schon lange krank. Er ist nahezu vollständig verfault. Eigentlich müsste er nach unten hin kerngesund sein. Der Fäulnisprozess setzt nämlich an der Erdoberfläche an. Wenn der Stock mit dem Hubzug aus dem Bett herausgezogen wird, kann man die genauen Maße für den neuen Ambossstock nehmen. Der vorbereitete Eichenstamm muss auf die erforderliche Länge von 1,60 Meter zurechtgesägt werden, während man mit dem langwierigen und mühsamen Ausheben des alten Stockes beschäftigt ist. Sofern das Holz nicht verfault war, hat man den ausgegrabenen Hammerstock den Breitschmieden als Deputat überlassen. Der alte Eichenstamm wurde gerne als Brennholz verwendet. Für die Arbeit mit der Drumsäge brauchen die beiden Arbeiter nahezu 2 Stunden. Um das Bett vorbereiten zu können, auf dem der neue Hammerstock stehen soll, müssen alle in der Grube verbliebenen Holzstücke entfernt werden. Für den neuen Hammerstock wird nun ein Bett aus Knüppelholz und Pferdemist bereitet. Das war nur im Rheinland üblich. In anderen Landschaften wurde der Hammerstock auf unterschiedliche Materialien, zum Beispiel auf Schotter oder auf eine Betonschicht gestellt.
Vorsprung. 10 Minuten her, bis dritte rein. Und wir können den Knüppel ganz vorne hin zum Fundament gleichmäßig verteilen. Für die beiden Lagen Rundhölzer verwendet man 8 bis 10 cm starkes Weichholz, das auf eine Länge von 80 bis 100 cm zurechtgeschnitten worden ist. Die Hölzer sollen, wie man bei den rheinischen Sensenschmieden meinte, die auf den Stock auftreffenden Schläge federnd abfangen. Das Ammoniak, das im Pferdedung enthalten ist, soll konservierend auf das Eichenholz wirken. Früher musste man alle 4 bis 5 Jahre den Hammerstock ausgraben, um das Bett mit frischen Knüppelhölzern zu erneuern. Inzwischen ist man dazu übergegangen, dass man den Stock so lange in der Erde sitzen lässt, bis er nach etwa 14 bis 15 Jahren zu faulen beginnt. Der zurechtgeschnittene und hier zusätzlich mit einem Holzschutzmittel imprägnierte neue Hammerstock kann nun in das Bett eingelassen werden. Die auf der Seite des Eichenstammes angebrachten Kreidezeichen sowie die oben befindlichen Richtungspfeile dienen als Hilfe beim Ausrichten des Stocks. Bis 1926 waren in der Freudenthaler Sensenschmiede ausschließlich Schwanzhämmer in Betrieb. Sie wurden nach und nach wegen ihrer Anfälligkeit abgeschafft, da jeden Tag 1 bis 2 Hämmer in Reparatur waren. Die Firma beschäftigt eigens 2 Stellmacher, die sich um das Herrichten der Schwanzhämmer und ihre Ambossstöcke zu kümmern hatten. Der in die Grube abgesenkte Eichenstamm wird gerichtet und mit Hölzern fest verkeilt. In das senkrecht ausgehauene 40 cm tiefe Loch am oberen Ende des Hammerstocks kann dann die bis 45 kg schwere Schabotte eingesetzt werden. Hören!
Vor dem festen Einrichten der Schabotte kontrolliert der Hammermeister die aufgenommenen Abstandsmaße. Nach dem Einsetzen der Schabotte werden die verbleibenden Zwischenräume mit Futterhölzern aufgefüllt. Zum Verkeilen nimmt man Buchenplättchen. Seit 30 Jahren werden sogenannte Selbstkeiler oder Zwangsschabotten verwendet. Diese laufen unten konisch zu, sodass sie sich durch ihr Eigengewicht in das sich entsprechend verjüngende Loch einkeilen. Die Stützhölzer werden angebracht, damit sich beim Auffüllen der Grube und beim Feststampfen des Erdreichs die Lage des neu gesetzten Hammerstocks nicht verändert. Nach dem Festkeilen der Schabotte muss der Hammermeister nachmessen, ob der Stock in seiner exakten Position geblieben ist. Falls sich geringfügige Abweichungen ergeben haben, kann man sie durch Schläge auf die Stützhölzer korrigieren und auf diese Weise den Stock in die endgültige Lage bringen. Nach dem Verkeilen der Schabotte müssen die überstehenden Enden der Futterhölzer sauber abgeschlagen werden. Wenn der Hammerstock ausgerichtet und die Schabotte eingesetzt ist, kann der Hammerherr, wie es früher üblich war, Richtfest feiern. So, fertig. Wir können zuschauen. Ja, Leute. Scheiße, was wir machen. Das ist aber fantastisch. So, wirklich gute Arbeit. Dann trinken wir erstmal einen darauf. Das war auch diesmal ein leichteres Stocksetzen. Wie üblich. Erstens hatten wir kein Wasser drin und zweitens war er restlos verfault, sodass wir die Brocken mit der Hand raufholen konnten. Ja, dann hoffen wir, dass er lange hält. Sehr zum Wohl. Zum Wohle. Zum Wohle. Nach diesem kleinen Umtrunk anlässlich des Hammerstocksetzens gehen die Arbeiter daran, die Grube wieder zuzufüllen. Der Holzstampfer, mit dem hier die eingeworfene, ständig mit Wasser angefeuchtete Erde in der 1,40 Meter breiten und etwa 1,30 Meter tiefen Grube festgestampft wird, wurde eigens für die Filmaufnahmen angefertigt. Sonst waren allgemein Eisenstampfer in Gebrauch.
Solche maßgeschneiderten, der Wölbung des Hammerstocks angepassten Geräte waren üblich, als der jetzige Hammermeister der Freudenthaler Sensenschmiede in österreichischen Sensenwerken in die Lehre ging. Der ausgebaute Helf ist auf einem Wagen abgelegt, damit die verschiedenen Stahlteile der Schlageinrichtung, soweit erforderlich, nachgeschliffen werden können. Den Ring, der auf dem hölzernen Hammerstiel aufgesteckt ist, nennt man Waage. Sie gehört mit den konisch geformten Zapfen zur Lagerung des Helfs. Das eigentliche Schlaggerät ist der Hammerkopf oder Bär, der am oberen Ende des Stieles befestigt ist. Auf der Unterseite des Hammerkopfes ist der Obersattel verkeilt. Der auswechselbare Obersattel bildet zusammen mit dem auf der Schabotte sitzenden Untersattel das Hammergeschirr. Am hinteren Ende des Hammerstiels sitzt der Glocker. Er bestimmt das Schlaggewicht des Hammers mit. Mithilfe des Hubzuges, früher verwendete man für solche Arbeiten einen Flaschenzug, wird der Stiel wieder in den Schwanzhammer eingesetzt. Zunächst muss der Waagzapfen in die Lagerbohrung der rechten Waagstange eingepasst werden, die in der Hammersäule festsitzt. Sobald die Waage mit dem gehärteten Zapfen in dem quaderförmigen Lagerblock sitzt, kann auch die linke, freiliegende Waagstange auf den Zapfen gesetzt und in die Hammersäule geschoben werden. Im Lagerblock befinden sich drei konisch geformte, ca. 2,5 bis 3 cm tiefe Bohrungen. Wenn eine Bohrung ausgeweitet ist, kann der Waagzapfen in die jeweils nächste eingelagert werden. Mit Holzkeilen und Eisenplättchen werden die beiden Lagerblöcke festgesetzt, die man hier auch Packeisen nennt. Nach dem Einhängen des Stiels in das Hammergerüst kann nun das Schabottchen mit dem Untersattel in die Schabotte eingesetzt werden. Der Untersattel bildet die untere, teilgehärtete Schlagbahn des Schmiedehammers. Er ist stets auswechselbar in dem eisernen Zwischenstück, dem Schabottchen, verkeilt. Nach dem vorläufigen Einrichten des Hammers wird der Untersattel geschliffen. Diese Arbeit nimmt hier der Hammermeister vor. Gewöhnlich hat dies der jeweilige Schmied, der an dem Hammer arbeitete, selbst gemacht. Alle Sättel werden von Hand geschliffen, in der Regel jedoch nass. Der Untersattel eines Glattschmiedehammers hat rechteckiges Format und ist längs- sowie quergewölbt. Wegen des Verschleißes müssen Glattschmiedesättel nach 1000 bis 2000 Stück geschmiedeter Sensen oder Sicheln nachgeschliffen werden. Das sorgfältige Schleifen dauert etwa 10 Minuten. Danach kann der Untersattel in der Ambossanlage eingerichtet werden. Das Geschirr muss so justiert werden, dass der Obersattel gegen den Untersattel nach rechts versetzt ist. Dies ist notwendig, damit beim Glattschmieden nicht nur das Sichelblatt, sondern auch der Rücken geglättet werden kann.
Der Schmiedehammer mit seinem neuen Hammerstock steht nun zum Probelauf bereit. Während des Probelaufs kann man durch Beilegen von Keilplättchen die Schlageinrichtung korrigieren. Sobald der Hammer klingt, das heißt in gleichmäßigem Rhythmus aufschlägt, kann der Probelauf beendet werden. Zum Stilllegen des Hammers legt man den Hebel der Einrückvorrichtung um, wobei die Riemengabel den Treibriemen von der Volllauf- auf die Leerlaufscheibe umlegt. Angetrieben wird der Hammer über die früher übliche Transmissionswelle. Das Probeschmieden muss erweisen, ob das Hammergeschirr millimetergenau eingerichtet ist, wie es das Glattschmieden von Sicheln erfordert. Diese Kaltschmiedearbeit gehört zu den letzten Arbeitsgängen beim Fertigen von Sicheln und Sensen. Hierbei zieht der Schmied das Sichelblatt mit der Innenseite nach unten in kreisender Bewegung etwa 7 bis 8 Mal vom Bart bis zur Spitze über die Hammerbahn. Auf diese Weise werden die vom Breiten verbliebenen Riefen sowie die beim Formen entstandenen Wellen geglättet, die gewissermaßen nach vorne herausgebügelt werden. Dabei verbreitert sich das Sichelblatt noch einmal geringfügig, nämlich um etwa 1000stel Millimeter. Auch wird die Gefügestruktur verdichtet und feinkörniger, sodass nach dem Glattschmieden das Sichelblatt glänzt. Nach dem Stocksetzen und dem Probeschmieden kann in den folgenden Tagen der Fundamentboden rings um den Hammerstock vollständig aufgefüllt werden. Dann muss das Hammergeschirr mit dem Ober- und Untersattel noch einmal nachgeschliffen und die Schlageinrichtung ein weiteres Mal justiert werden, ehe der Glattschmiedehammer mit seinem neuen Ambossstock wieder voll in Betrieb genommen werden kann.